Willkommen zu diesem Video. Dies ist ein kleines Tutorial über das Rätsel des verborgenen Garten von Guild Wars 2. Das ist in der Gegend die Erdressteige. Und das wir ist werden. Die Erdressteige. Es ist dort. Und wir werden jetzt dorthin gehen und auch zeigen, wie ihr die Truhe bekommt, die es dort gibt. Du wirst noch zeigen, an welcher Wegmarke wir genau, sind. Genau, das habe ich fast vergessen. Wir sind hier unten. Hier ist Löwenstein. Und ihr müsst hier zu der Wegmarke Irwininsel. Genau. Und wir werden jetzt gleich hier herunterlaufen. Und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Wir empfehlen das Level so 60 bis 70. Sollte man schon erreicht haben, um diesen Garten zu durchstehen. Oder ihr nehmt einfach jemanden mit, der euch beschützt, und dann geht das auch. Also. Um in diesen Garten zu kommen, erkläre ich jetzt mal, muss man einen von vier Bossen besiegen. Nein, nicht dieser. Die sind an vier Stellen auf der ganzen Karte verteilt. Und wir besiegen jetzt einfach den, der hier ist. Aber er ist jetzt gerade noch nicht gespawnt. Hier. Wollen wir so lange warten oder wollen wir die Aufnahme schnell abbrechen? Wir brechen die Aufnahme ab und sobald er wieder hier ist, melden wir uns wieder. So, jetzt ist das Event hier. Wir müssen hier diesen Vogel, Hüter der Winde, töten, um weiterzukommen. Also machen wir das gleich. Wenn ihr zu schwach seid, um ihn allein zu besiegen, dann empfehle ich euch, es hat überall Mobs außenrum, die könnt ihr dann gegeneinander kämpfen lassen. Also ihr könnt sie schlagen, um sie danach hier hinzuziehen, und wenn sie dann diesen Vogel hier schlagen, dann wird er wütend auf sie und wird auch gegen sie kämpfen, und dann verlieren sie schon recht viel Leben. Aber eigentlich sollte es kein Problem sein hier, da der sowieso fast nichts macht. Sagst du? Ja, also wenn dann so kleine Vögel. Jetzt ist hier ein Portal gekommen. Genau, und in dieses Portal müssen wir jetzt rein. Sprechen. Portal betreten und betreten. Und jetzt kommen wir an einen fremden Ort auf der Karte. Den kannst du sonst gerade mal zeigen. Wenn ich mal da bin, kann ich den zeigen. So. Schauen wir uns das mal auf der Karte an. Wir sind jetzt hier hinten. Vorhin waren wir hier. Man sieht es hier schon, da sind wir durchgelaufen. Wir sind dann hier in das Portal rein. Und jetzt sind wir hier oben. Jetzt geht es darum, hier auf dem Baum ist eine Silvari. Und wir müssen ihr vier Elemente bringen, dass wir eine Waldkiste öffnen können, in der dann gute Sachen sind. Eines ist irgendwie Element der Erde. Das werden wir jetzt gerade holen. Das wäre etwa hier drin. Dann das Element der Winde oder nein, der Sonne. Das ist hier ganz auf dem Baum drauf. Das Element des Wassers ist es, glaube ich, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch des Windes. Das wäre hier oben. Und das andere, das soweit ich weiß, sollte hier sein. Und dort sind gleich noch zwei tote Spieler. Vielleicht können wir die noch retten. Ah nein, sie teleportieren sich weg. Wenn man hier stirbt, dann muss man sich halt ganz wieder zu den Wegmarken teleportieren und den Boss wieder besiegen. Ja, weil hier drin gibt es keine Wegmarke. Also als erstes werden wir jetzt das Element der Erde holen. Das ist ganz im Berg. Kommst du mit mir? Jo. Diese sind ziemlich nervig, denn die brechen einem das Bein.
Gewinne Adrenalin. Hier drin, und diese, mit diesem musst du jetzt sprechen. Interagieren, nehmt ein Stück. Und jetzt hast du das schon. Und jetzt können wir wieder raus, so schnell wie möglich. Weil, okay. Uns ist das jetzt nicht so ein großes Problem, denn wir sind Level 8. Aber für Tiefere können die dann schon ziemlich Schaden anrichten. Wenn sie einen treffen. Und das Bein brechen und ja. Also. So, Achtung, sie verfolgen uns noch. Wir können sie auch gehen wir mal da ins Wasser. Nein, das braucht zu viel Zeit. Na gut. Also, jetzt gehen wir das Element der Luft oder da sehen wir da dann hier oben holen. Wie der Name jetzt schon sagt, das ist ein Jump-and-Run-Garten. Das heißt, hier müssen wir dann einen kleinen Parkour. Wie ja so oft in GW2. Also. Hier hinten. Es ist ja eigentlich meistens hier drauf. Ziemlich offensichtlich, wo man hoch muss. Auf die Blätter. Ja, wenn man es hier nicht weiß, dann ist es halt. Was? Auf die Blätter. Zuerst. So. Aha, du hast es gehört. Dann einfach. Ah, ich rutsche. Ja, und es kann auch sein, dass ihr mal runterfällt, aber dann kommt ihr einfach wieder hoch. Ihr solltet schauen, wenn ihr oben nicht runterfällt, denn wenn ihr auf die Steine fällt, dann seid ihr ziemlich tot. Ziemlich tot, ja. Okay. Schaffst du es? Ich bin irgendwie in der Pflanze drin. Hier einfach der Seite entlang. Ich bin schon wieder in der Pflanze drin. Das ist nervig. Wir müssen hier rüber. Hier auf den Felsvorsprung und dann auf ich mach Pflanze das jetzt weiter. Einfach so. Und dann kann man. Dann kann man so rüberspringen. Und hier kommen dann kleine Spinnen, aber von denen kann man einfach wegrennen. Ich will aber nicht wegrennen. Es wäre besser, wenn ihr Boost dabei habt, dann geht es auch besser. Hier oben ist dann so ein Veteran-Schleim, aber gegen den müsst ihr nicht spielen. Ihr könnt kämpfen. Eigentlich überall einfach durchrennen. Und hier das Stück nehmen. Ein Stück. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr ganz rechts runterspringt, denn sonst fällt ihr auf den Stein. Ganz rechts? Ja. Also, als nächstes holen wir jetzt das dritte Stück. Das ist hier. Nein, hier. Wo? Hier. Also. Ah. Wodurch gehst du jetzt? Auf der Seite durch. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Punkt gezeigt. Aber ich finde es schon. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ah, nein. Das haben wir vorhin gemeint mit den Nerven. Hat er dir das Bein gebrochen? Ja. Ah, egal. Ah. Wenn ihr einen anderen der vier Bosse besiegt habt, dann wärt ihr halt hier rausgekommen. Oder an einem anderen Portal. Oder an einem von zwei anderen Portalen. Eben, es gibt wie gesagt insgesamt vier. Für jeden Boss gibt es ein anderes Portal. Irgendwie Boss der Winde, Boss der Erde. Einer ist, ich habe erst gegen zwei von diesen Bossen gekämpft. Ich weiß auch erst zwei von diesen Bossen, wie sie aussehen. Hier rein. Der erste Boss ist eben ein Vogel und die zweiten, das sind so zwei Löwen. Rennen wir im Kreis herum, oder? Ups. Wir müssen wieder zurück. Fail. Ja. Hast du den Biss bekommen? Ja. Hier rein müssen wir. So. Hier kommen dann wieder Spinnen. Aber die können uns eigentlich egal sein.
man kann eigentlich sozusagen alles ignorieren. Wenn ich jetzt sagen müsste, würde ich sagen, das ist das schwerste der vier Jump'n'Runs. Hier über den Pilz. Ja, fail. Es ist eigentlich nicht so schwierig. Wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, mit dem Jump'n'Run in GW2. Es ist ja so, ihr könnt kurz eigentlich schon während dem Herunterfallen könnt ihr noch abspringen und dann kommt ihr eigentlich überall drüber. Also ihr habt natürlich seinen Skill, wie ich jetzt habe, mit dem Schwert, wo ihr dann noch weiter springen könnt als normal. Aber den sollten wir jetzt nicht benutzen für die anderen Zuschauer. Oder wie wir als, wie ihr vielleicht auf alle Fälle könnt ihr alles Let's Plays wisst, Luger. Ihr könnt alles auch ohne solche Skills machen. Genau. Oh. Bist du runtergefallen? Ja. Eben, das sage ich, das ist das Schwerste, würde ich sagen. Das zweitschwerste ja, ist das, was eigentlich gar nicht so schwierig. Aber nein, es ist nicht schwer, aber es ist das Schwerste. Hier sieht man so viel. Das ist ein bisschen doof. Hier um den Felsen herum. Hier solltest du nicht runterfallen, denn dann stirbst du. Du fällst nicht ins Wasser. Ich bin auch vorhin nicht ins Wasser. Ja, aber hier fällst du noch weiter runter. Hier kommt dann wieder so eine blöde Spinne irgendwo. Soweit ich weiß. So, darüber. 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 Und dann sind wir auch schon fast oben. So, das ist... Hier oben sind sie gerade am Kämpfen. Aber... Ja. Hier das Stück der Wind nehmen. Windkonzentrat. Nehmt ein Stück. Gut. So, dann haben wir es auch schon. Fast. Einfach runterspringen. Hier kann man doch noch eine... Das Teil. Hier kannst du sogar eine Taucherbrille anziehen. Lass das jetzt. Wo ist die Taucherbrille? Hier hat es eine am Boden und dann könnt ihr hier runterspringen. Ich sehe es. Ah. Aufsetzen. Und jetzt hier runterspringen. Tada. Also, und jetzt holen wir uns noch das letzte. Das ist das der Sonne, das Konzentrat der Sonne. Das ist... Für das müssen wir hier auf den Baum rauf. Ich muss noch hier... Ah, oh nein, das wollte ich nicht. Das ist... Da bin ich nicht sicher, wo der Gang nach oben ist, aber den finden wir schon. Der Baum ist nicht allzu hoch. So. Nein, hier ist es nicht. Ein bisschen weiter. Schaffst du es? Ja, ja. Müssen wir hier rüber? Müssen wir nach oben. Ja. Nein. Müssen wir außenrum. Ihr nehmt einfach den Weg, den ich nehme. Ihr müsst da nicht unbedingt auch herunterspringen. Vielleicht auch doch. Na. Ja, wenn ihr runterfällt, dann geht ihr einfach außenrum. So, und hier einfach nach oben. Dann werden wir auch an der Silvari vorbeikommen. Mit der würde man eigentlich als erstes sprechen, da diese Silvari. Die Erdre. Darum heißt es auch die Erdre-Steige. Hier kannst du mal den Chatverlauf. Ja, okay. Ja, das. Hier, das ist dann die Waldtruhe. Die können wir aber erst öffnen, wenn wir alle vier haben. Genau. Deshalb müssen wir jetzt hier rüber. Das ist das zweitschwerste. Das Schwerste ist eigentlich immer, wenn man nicht genau sieht, wo man hinspringen muss. Also mit dem habe ich eigentlich immer am meisten Probleme, wenn überhaupt. Ja, das kommt aber nicht viel vor. So, darüber. Um diesen Baum herum, auf der Wurzel. Und dann hier über das Gebüsch. Das Gebüsch hält einen auf. Ah, du bist noch nicht hier.
Nein, ich bin noch nicht ganz. Das Gebüsch hält einen auf, wenn man reinspringt, aber halt nicht allzu gut. Und man kommt schlecht wieder raus. Dann würde ich lieber auf den Pilzen. Wird empfohlen. Wird empfohlen, ja. Ansonsten seht ihr ja dann, was passiert. So. Und da rauf und schon sind wir hier. Das Konzentrat der Sonne. Nehmen ein Stück. Und jetzt gut. Haben wir Fragment, heißt es. Entschuldigung. Fragment der Sonne, jetzt ja. Jetzt könnt ihr im Inventar schauen. Habt jetzt ihr hier so Fragment der Sonne, Fragment des Himmels, Fragment des Ozeans. Ja, und Fragment der Erde. Jetzt könnte man, soweit ich... Da hat es schon wieder eine Taucherbrille. Aber wollen wir runterspringen oder wollen wir direkt zur Silvari zurück? Was? Wollen wir runterspringen oder direkt zur Silvari zurück? Ja, wir können... Gehen wir direkt zur Silvari. Das spart Zeit. Genau. Einfach hier zu. Zieht ein bisschen Leben ab. Ja. Das sollte man überleben. Unsere Taten spiegeln sich im Tau. Und jetzt kann man die Truhe öffnen. Also ich weiß nicht. Mit der musste ich gar nicht mehr sprechen. Und wie ich jetzt gerade gemerkt habe, und dann kann man diesen Garten mehr als einmal durchspielen. Denn ich habe es schon einmal gelöst und jetzt löse ich es nochmal und bekomme wieder die Schätze. Ja, es ist nicht groß viel rausgekommen bei mir jetzt. Aber ja. Das gut, ist und dann, wenn ihr wieder zurück wollt, könnt ihr entweder einfach eine Wegmark nehmen oder wieder ein Portal. Nehmen wir mal ein Portal, durch das wir nicht rausgekommen sind, dann sehen die Zuschauer gerade, wo man noch reinkommen kann. Wir nehmen... Welches nehmen wir? Das ist unser richtiges. Das dort. Welches? Dieses hier. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend. Ah, nein. Was ist unpassend? Ah. Dieser ist unpassend. Ja, der ist wirklich unpassend. Es ist gerade noch ein Veteran dazu, darum machen wir so schnell wie möglich. Wir machen gar nichts, wir gehen raus. Ah. Ja, im Kampf geht das gar nicht, ne? Ja, dann. Aber der ist ja auch kein Problem. Ruckzuck. Ups. Ruckzuck, ja. Geh weg. Und einfach durch das Portal. Bei mir steht immer noch, dass ich in einem Kampf bin. Ich frage mich nur, mit wem. So. Soweit ich weiß... Ah, hier war ich auch schon, ja. Also. Ich habe am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Oder gesagt, es ist die vier Bosse sind nicht auf der ganzen Map verteilt, sondern alle in diesem Gebiet, wie heißt es? Malsturmgipfel. Jetzt, ja, wenn du auf die Map gehst, dann kann ich hier dir zeigen. Hier sind wir jetzt, vorhin waren wir hier, war der andere Boss. Und der dritte Boss, der ist in diesem Bereich hier. Etwa hier. Und der letzte, den weiß ich auch nicht wo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir konnten euch helfen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.